Willkommen in der zweiten Woche für deinen LWS-Bereich. Wir werden jetzt nochmal zwei neue Triggerspots kennenlernen und zum Schluss gehen wir auf das knöcherne Kreuzbein. Oh ja, das geht tatsächlich. Und warum wir das machen, das erzähle ich euch natürlich gleich. Also legen wir direkt los und diese Woche fangen wir an mit dem Gesäß. Und das ist unheimlich wichtig, weil die Gesäßmuskulatur und die Gesäßspannungen, die überschüssigen Gesäßspannungen, die Kompensationen, so nennt man das, die können dann auch Becken, aber auch Lendenwirbelsäulenbeschwerden machen. Also legen wir los. Kathi auf dem Boden und ihr zu Hause auch. Wir nehmen den T-Mix Original und platzieren den T-Mix Original, ja, ich sag mal, mitten in den Gesäßbereich. Wunderbar. Und dann warten wir wie gewohnt erstmal eine Minute. Und nach der Minute, diese Gewöhnungsphase, dann beginnen wir mit der Mobilisation. Kathi zeigt das, Bein nach oben und runter und wieder nach oben und wieder runter. Und das macht ihr 30 Sekunden lang, also mobilisieren, während ihr triggert. Und dann macht ihr eine Bewegungspause, dann lasst ihr 30 Sekunden triggern, entspannt euch und dann startet ihr wieder mit der Mobilisation. Und das könnt ihr abwechselnd machen in einem Zeitraum zwischen 3 bis 5 Minuten. Ganz wichtig hier, dass wir nicht nur diesen Bereich des Gesäßes haben, sondern auch einen weiteren wichtigen Bereich. Und das ist entlang hier unseres Beckenkamms. Ganz mal so ein bisschen zur Seite, genau. Hier haben wir unseren Beckenkamm. Und hier läuft dieser mittlere Gesäßmuskel entlang. Und genau da triggern wir jetzt auch. Die Karte zeigt euch das. Und dann können wir genau das gleichere Prozedere durchlaufen. Erstmal diesen Bereich triggern. Das sieht super aus. Eine Minute Gewöhnung. Nach der Minute beginnen wir mit der Mobilisation. Die Karte zeigt euch das. Super. Und auch hier wieder bitte triggern und Mobilisation während des Triggerns abwechseln und das in einem Zeitraum von 3 bis 5 Minuten. Nach diesen Triggern des Gesäßes ist ja ganz wichtig, diesen Part auch zu dehnen. Wenn ihr ganz entspannt zu Hause euch Zeit genommen habt jetzt und habt diese Triggerareale getriggert, dann bitte Trigger beiseite legen. Die Kathi zeigt euch jetzt die richtige Dehnübung für den Gesäßbereich. Das ist eine Übung aus dem Yoga, die nennt sich Taube. Das Bein, was nicht gedehnt wird, das wird nach hinten abgelegt und das Bein, was gedehnt wird, das macht hier diese Bewegung. Und wichtig ist, der Unterschenkel, der muss so hoch gedrückt, gezogen werden, wie es nur geht. Ideal ist, wenn der Unterschenkel irgendwann hier steht. Und damit macht ihr eine Außenrotation des Hüftgelenkes. Und dann können wir die Gesäßmuskulatur hier wunderbar dehnen. Das macht ihr bitte 1-2 Minuten. Je länger, desto besser. Und das nimmt super guten Einfluss auf das Beckengelenk und letztendlich dann auch auf die untere Lendenwirbelsäule. Lendenwirbelsäule ist ein gutes Stichwort. Jetzt nehmen wir uns den T-Mix Para. Oder wenn ihr keinen Para habt, dann natürlich den T-Mix Original. Und Dornfurchtsatz wird wieder hier reingelegt. Und jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, simultan links und rechts zu triggern. Ganz wichtig, von oben nach unten die Lendenwirbelsäule zu triggern, Kathi nimmt es in die Hand und auf geht's. Wichtig ist, sucht euren individuellen persönlichen Schmerzbereich in der Lendenwirbelsäule. Das ist ganz wichtig, das ist natürlich unterschiedlich und dann können wir von oben bis nach unten die Lendenwirbelsäule sehr schön abtriggern. Die Kathi zeigt euch das nochmal, den Para oder den Trigger ein bisschen nach oben oder ein bisschen nach unten versetzen und dann
die TMX-3-Methode anwenden. Nach der Minute Gewöhnungsphase, Kathi zeigt schon, Beine aufstellen und links und rechts die Knie dann mobilisieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Triggern und Bewegung. Somit können wir die Verspannungen und die Schmerzen in der Lendenwirbelsäule ein wenig entgegenwirken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das zieht sich natürlich jetzt durch die Tage durch. Wir müssen die Lendenwirbelsäule natürlich bewegen. Wir müssen Spannung da rausholen. Und wir müssen natürlich auch Beweglichkeit in die Lendenwirbelsäule bringen. Nur so wird es besser. Jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Wir legen den TMX Para oder die beiden TMX-Träger Original, oder wenn du nur einen hast, kannst du das auch mit einem machen, genau auf das knöchernde Kreuzbein. Kathi kommt nochmal hoch und dann zeige ich euch nochmal, wo das genau stattfindet. Und wir haben hier ein Dreieck quasi, ein knöchernes Kreuzbein, ja, und das ist eine knöcherne Platte. Und hier legen wir quasi den Kreuzbein hin, den TMX Para, Entschuldigung, hin und können dann das Kreuzbein wunderbar behandeln. Kathi zeigt das und legt jetzt ihr knöchernes Kreuzbein auf den TMX Para drauf. Achtung, macht das bitte natürlich mit der 3 cm Variante. Wenn das für den einen oder anderen zu heftig sein sollte, dann können wir auch ein Waschlappen oder ein Handtuch drüber legen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir machen hier wirklich nichts. Wir schließen die Augen. Wir lassen es wirken. Und ganz wichtig ist, wir entladen jetzt das Kreuzbein. Das Kreuzbein ist wichtig, weil der Kreuzbein-Parasympathikus, sakral heißt Kreuzbein, der sakrale Parasympathikus, unser Entspannungsnerv, der kommt aus dem Kreuzbein raus. Und jetzt, wenn wir dieses Kreuzbein, diese Festigkeiten triggern, dann können wir den Parasympathikus so ein bisschen aktivieren und diese allgemeine oder das allgemeine Wohlbefinden, das tritt dann ein. Wir können das System runterfahren und das ist natürlich super gegen Rückenschmerzen, gegen tiefliegende untere Rückenschmerzen. Kreuzbein kann auch Blockaden aufweisen. Das Kreuzbein, dieser Knochenblock, der kann Blockaden haben. Und das nicht selten. Und das auch sehr, sehr differenziert. Also wir haben unterschiedliche Kreuzbeinblockaden, also Dysfunktionen, Bewegungseinschränkungen, die eintreten können. Und das ist tatsächlich Alltag. Und wenn das Kreuzbein blockiert, dann haben wir auch das typische Kreuzdarmbeingelenk. Das kennt ihr, ne? Das ISG, das habt ihr schon mal gehört. Und wenn dieses Beckengelenk blockiert, dann haben wir auch Rückenschmerzen. Also macht es Sinn, das Kreuzbein auch mit dem TMX Para zu triggern und es von Spannung zu befreien, weil das Kreuzbein hat auch innerhalb des Knochens Spannungen. Und wenn das zu viel wird durch immer wiederkehrende gleiche Bewegungen, durch Sitzen von morgens bis abends und ja, das sind ja die typischen Ursachen, warum dann auch so ein Kreuzbein fest wird und wir Blockaden bekommen. Und das ist eine ideale Lösung, dass wir das Kreuzbein tatsächlich entspannen können. Jetzt habt ihr in dieser Woche zwei Triggerbereiche für euer Gesäß bekommen. Eine Gesäßdehnung, die macht ihr bitte ganz, ganz oft und eigentlich so häufig, wie ihr könnt. Dann wird die Lendenwirbelsäule natürlich weiter getriggert und jetzt die besondere Maßnahme, das Kreuzbein. Und zieht das mal die Woche durch. Ihr werdet eine Verbesserung spüren. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.